So, hallo? So. Da hat Spyro ganz kurz die Kamera ausgetrickst. Ich glaub's ja nicht. Jo! Jo, genau so. Ach du Schande. Ich kann während dem Lauf nicht schnell genug lenken. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Ich versteh's nicht. Ich kann es nicht verstehen. Ich weiß auch nicht, ob ich es verstehen will, aber ich kann es offenkundig auch gar nicht. Was mir einen Vorteil gibt, wenn ich es nicht will. Naja. Aber ich will es verstehen. Und ich will das können und ich will den Drachen haben und... Also, haben. Ich will ihn natürlich befreien, weil ich ein Wohltäter bin. Sonst will ich ja nichts mit ihm machen. Außer natürlich 10-mal gegen die Wand zu laufen. Spyro wird sich nachher sehr, sehr freuen, wenn die Kopfschmerzen wieder einsetzen. Ganz kurz, hier durch, da durch. Nein, ich komme nicht um die Kurve. Ich komme nicht um die Kurve. Ja. Toll. Wie hoch springe ich, wenn ich den Sprint mache? Wie hoch springe ich? Nicht allzu hoch. Was zur Hölle? So soll man übrigens schneller sein als nur mit Sprinten. Habe ich gelesen im Zuge meiner Recherche für diesen Drachen. Nein, es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Null Leben. Wenn es nochmal fallen, gibt es ein Game Over. Aber das riskiere ich jetzt einfach mal. Einfach mal ganz geschmeidig und absichtlich ein Game Over riskieren. Miau. Jo, ganz genau so. Oh, verdammt. Warte mal. Genau. Friss dich satt, meine Freundin. Friss dich satt. Gibt's denn keine andere Möglichkeit, da hinzukommen? Kann ich mich da hinglitschen oder so? Meh. Es gefällt mir einfach nicht, einfach so einen Drachen zurückzulassen. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Das geht einfach nicht. Alter. Ist das der... Hallo? Ist das der Wirbelwind hier, den ich da höre? Wahrscheinlich. So. Ja, ich werde mich jetzt mal ganz kurz gegen die Wand werfen. Ich werde jetzt ganz einfach mal ganz kurz unseren Spyro hier opfern und werde es einfach nochmal versuchen. Und falls es zu langweilig wird, ich schneide das raus oder ich schneide das zusammen oder ich verschneller das wieder oder ich glaube, ich werde es einfach wieder verschnellern, weil ja, ganz genau. Ich komme nicht um die Kurve, verdammt. Ich könnte natürlich auch ganz kurz recherchieren. Hält mich ja nichts davon ab. Moment. So. Spyro. Hier. Ich habe sogar noch im Verlauf drin, ne? Haunted Towers. Da. Moment. Okay, what you have to do is charge down the supercharge and supercharge through the last door on your right in the room with lots of doors. Haben wir gemacht. Then what you do is keep supercharging and supercharge to your left onto the lower land and then supercharge up a ramp where you fried the little wizard.
Alter, ich weiß, was wir machen müssen. Ich weiß, was wir machen müssen. Okay. So, ganz kurz wieder ins Spiel klicken. Ja, ich weiß ganz genau, was wir machen müssen. Ich hab's falsch verstanden. Ich hab's falsch verstanden. Wie ist denn das zu fassen? So. So, und hier und dort. Ich hätte springen müssen. Verdammt, ich hätte springen müssen. Toll. Gut, Game Over umsonst, aber ich hätte springen müssen. Das weiß ich jetzt. Beim nächsten Mal werde ich diesen Fehler nicht mehr machen. Ich drücke die Starttaste, springe hier herein und weiß ganz genau, was ich jetzt zu tun habe. Nämlich springen. Ist das nicht toll? Springen, ich mag springen. Springen ist subi. Hallo, tschüss. Tschüss. Ich hol mir die Fee, egal was du sagst. So. Fee, küss mich bitte. Oh, danke, ma chérie. So. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wow, Alter, das war zu knapp. Viel zu knapp. Dich, dich und dich. So. Küss mich, Fee. Wieder mal. Yay. Gut. Es war nämlich... Moment. Diese Rampe hier gemeint. Von dieser Rampe aus kommt man in den geheimen Bereich. Verdammt. Gut. Aber wir wissen das jetzt. Das heißt, wir können jetzt einfach ohne weiteres durchlaufen. So. Und so und so. Nein, Moment, wohin? Hier ist irgendwo ein Wirbelsturm-Dingsee. So viel weiß ich. Okay, du hast gewonnen, ich hol mir wieder die Fee. So. Fee, bitte küss mich. Miaum. So. Ja, ganz genau. Ich laufe an dir vorbei und du haust mir auf den Kopf, was mich so irritiert. Und die, Alter. Ich muss da hinten speichern. Es führt kein Weg dran vorbei. Ja, jetzt kannst du mich küssen. Jetzt sind wir allein und ungestört. Direkt und privat. Okay, das ist ein Kinderspiel. Hör auf mit solchen Sachen. So. Mein Telefon leuchtet. Ich habe keine Ahnung warum, aber es leuchtet. Es tut es das. Danke, Mann, steht da drauf. Okay, ja, bitte gerne. Bitte gerne, Kollege. So. Danke. Kaputt. Würdest du bitte... Sehr gut, danke schön. Moment. Aha, okay. Draußen vor der Tür fuhr gerade ein LKW vorbei. In einer 30 km/h-Zone. In einem Wohngebiet. Ich freue mich. Samstags noch dazu. Samstags. Naja. Ich entschuldige mich für etwaige Störgeräusche. Ja, ich bin hier. Genau hier. Moment. Moment. Einen kleinen Augenblick. Hätte ich hier auch anders hingekommen? Nein, hätte ich nicht. Okay. Toll. Ich brauche also eine Fee. Und der Drache. Ich hol mir den Drachen. Kopano. Und wenn du jetzt nichts zu sagen hast. Den Supersprint jetzt meisterhaft. Gute Arbeit. Naja. Wenigstens etwas. Ist hier eine Fee? Ich hoffe, dass hier eine Fee ist. Hier liegt das Geld auf den Straßen. Oder auf den Treppen. So.
Sieht aber nicht sehr fähig aus, wenn du mich fragst. Hier kann ich nur wieder runter. Ich hätte direkt nach oben gemusst. Okay. Jo, danke. Ich habe gerade versucht, mich zu konzentrieren, um hier vorbeizukommen. Aber anscheinend hat das nicht so geklappt, wie ich wollte. Natürlich. Wie soll ich das hier bitte machen? Kann ich ihn irgendwie lähmen mit meinem Feuer? Nein, kann ich nicht. Willst du mich verarschen? Ich hasse diese Ritter. Ich hasse sie so sehr. Und es ist egal, was ich mache. Ich komme nicht an ihm vorbei. Das ist so eine Glückssache, an diesen Typen vorbeizukommen. Ich brauche eine Fee. Aber ich habe keine Fee. Wo ist die nächste Fee? Hier unten ist... Da unten ist eine Fee. Aber wenn ich die Fee habe, komme ich hier nicht mehr hoch, oder? Ich gehe mal ganz kurz runter. Nein, ich komme hier nicht mehr hoch. Formidabel. Toll. Jetzt kann ich wieder hochlaufen und mir den Sprint nochmal antun. Ich freue mich sehr. Okay, also. Falsche Tür! Falsche Tür, verdammt! Okay, Sparks ist Geschichte. Einmal noch treffen und wir verlieren ein Leben. Ist aber nicht so intelligent. Fuck. Okay, mal ganz kurz. So, und hier, und da, und diese Tür. Nein, das war keine Tür. Wenn du das bitte unterlassen könntest, wäre es äußerst freundlich von dir. Danke, Spyro. Na, 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 na. Yes! Ich sage nur dazu, yes, aber ich bin hier oben. Das war ja einfach. Ich glaube, ich kann seine Zauber überholen. Und das ist meine einzige Chance. Yay! Ha! Yes! Und hier ist jetzt eine Fee drin. Oh ja, und wie hier eine Fee drin ist. Und was für eine Fee. Die sieht anders aus als die anderen. Sehr, sehr gut. Es gefällt mir sehr. Halt die Klappe, geh weg. Tschüss. Wenn du jetzt nachlässt, bevor ich hier fertig bin. Danke. Danke, danke, ich danke euch. Jetzt sammle ich nur noch ganz kurz alle Juwelen ein, weil wir haben sie ja nicht alle mitgenommen. Okay, der Kuss von der blonden Fee hält also länger. Hm. Zufall? Ich denke nicht. Ich glaube, Spyro steht auf Blonde. Unübersehbar. Irgendwie hört das gar nicht mehr auf. Wie schön. Aber ich habe immer noch nicht alle Juwelen. Küss mich nochmal. Kannst du nicht. Okay. Gut, dann... ja, dann verziehe ich mich wieder. Tschüss. Ich habe immer noch nicht alle Juwelen. Schande, auch eins. Kaputt.
kaputt. Kaputt.